Was geht denn hier ab bei den Bubus? Oh oh. Ein Riese! Versteckt euch! Dass Mario sich in Falkenheim rumtreibt. Sagt ihr etwas, euer Spitzrutigkeit? Nein, nein, schon gut. Aber was waren das eigentlich für Winzlinge eben? Diese armen Kreaturen nennt man die Bubus. Eines dieser Wesen soll etwas über die Sternjuwelen wissen. Ihr solltet die versteckten Bubus suchen und sie über die Sternjuwelen befragen. Na gut. Oh, ist der riesig und hässlich. Wie hast du mich genannt? Oh. Oh, ich hab Angst. Keine Sorge, ich bin ja bei dir. Hilfe! Aber müssen wir die von hinten ansprechen? Nee. Das ändert irgendwie nichts. Aber hier ist noch irgendwas. Huh! Huh! Jahu! Wieso funktioniert das? Und willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Ich habe da drei abgeschlossen. Und ja, nachdem wir uns angeschaut haben, was Peach gemacht hat, schauen wir uns jetzt an, was Bowser hier im Baum treibt. Hey! Trumpy! Oh nein, die Oma. Du bist doch auch so einer. Du suchst doch das Sternjuwel, richtig? Ah, sag etwas mehr Respekt, du alte Schleimfratze. Erzähl, was weißt du über das Sternjuwel? Unerhört! Was denkt ihr eigentlich für ihr seid? Ich spreche mit Bububa, der Stammesältesten der Bubus. Bäh, blasse dich so auf! Du klebendes Fossil! Beides fossiliert, oder? Toll, zwei kneifende Obers. Eure Nachdenklichkeit, sagt ihr dir etwas? Nein, alles in Ordnung. Also, Großmütterchen, wo ist das Sternjuwel, hä? Grundsätzlich habe ich so Respekt vor dem Alter, aber wenn du nicht sofort antwortest, dann kenne ich keine Gnade. Das Großmütterchen ganz in ihr Ruhigbahn. Und das Sternjuwel ist schon lange nicht mehr hier. Was? Das habe ich einem Mann mit Bart gegeben. Cabrio oder so hieß er, glaube ich. Ach, Cabrio, das war's, glaube ich. Na, such nach den Sternjuwelen um die Prinzessin Quietsch. So ist sie wohl. Naja, jedenfalls um eine Prinzessin zu befreien. Ich weiß nicht, wie Bowser so zittert. Sicher Mario, nicht Cabrio. Und die Prinzessin ist sicher Peach, nicht Quietsch. Auf jeden Fall haben die Sternjuwelen, die Mario sucht, mit der Prinzessin zu tun. Dann schnappt er sich wohl gleichzeitig die Juwelen und die Prinzessin. Mario, dieser Schurke! Aber Peach und die Sternjuwelen stehen mir alleine zu! Diesmal mache ich dich garantiert fertig, sobald ich dich in die Finger kriege. Ja, ich kriege ihn gerade in die Finger. Ich darf ihn nämlich steuern. Haha. Und er hat allen Bericht erstattet. Ihr müsst schon gehen? Oh yeah, wir müssen zum nächsten Chapter. Na gut, wenn du so entschlossen bist, kann ich wohl nichts machen. Ich hoffe sehr, dass du alle Sternjuwelen finden kannst, Mario. Hey, Bomber! Ich werde mich nie wieder unerlauterer Mitte bedienen. Mit hartem Training werde ich mir den Titel des Champions ehrlich verdienen. Und du wirst mich nicht noch einmal besiegen, verlass dich drauf. Bomber, vielen Dank für alles. So jemanden wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben. Ich werde lernen müssen, etwas mehr auf mich selbst zu vertrauen. Du wirst mein großes Vorbild sein. Da Klappern nicht mehr da ist, werde von nun an ich die Arena führen. Ich werde deinen Platz frei halten. Komm uns also besuchen, wann immer du magst. Du meinst ja wohl eher Dark Toads, der wird das hier leiten, nicht du. Du bist immer noch die Assistentin, oder? Nein, keine Ahnung. Deine Fans würden glücklich sein, dich gelegentlich kämpfen zu sehen. Also bis dann. Ja? Kann man hier nochmal kämpfen? Ich bin mir nicht sicher, wir können ja mal fragen. Jetzt haben wir schon drei Sternjuwelen. Also dann, wir sollten so schnell wie möglich zurück zu Rolingen. Ja, das könnten wir, aber ich würde wie gesagt erstmal schauen, ob wir nicht noch wirklich noch ein paar Kämpfe machen können. Und wenn nicht, dann... Ich weiß nicht, war das einfach nur so gemein, so als Spruch? Ja, komm nochmal wieder, aber halt... Man soll das nicht machen? Oder gibt sie vielleicht doch Kämpfe?
Kommen wir uns mal wieder besuchen. Was soll das denn heißen? Bin ich nicht mehr erwünscht? Ich meine, das bin literally ich. Also kommt schon. Lass mich doch da durch. Haben die da immer noch Kämpfer? Ja, okay, die Noobies, ne? Sagen die jetzt eigentlich, hey, du bist doch Bomber? Nee. Okay. Na gut, dann werde ich jetzt mal gehen. Aber ich glaube, man kann hier später nochmal zurückkehren und dann passiert hier irgendwas. Aber schauen wir einfach mal, ne? So, aber wir sind zurück nach Roningen. Also können wir einfach zurückfliegen? Und dann in die Katakomben? Ab in die Katakomben. So ganz einfach. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so einfach. Ist das Luftschiff nach Roningen? Willst du fliegen? Jo. Bin ready. Hier ist mein Ticket. Also gut aus. Bin schon mal ein. Okay. Sieht man auch, wie das fliegt? Oder ich hab's geskippt? Okay. Ups. Nein, ist auch nicht schlimm. Sind wir zumindest direkt hier. Oh, war hier was? Ja, hier war was. Okay. Das haben wir aber schon längst. Wow, das war wirklich ein krasses Chapter. Es war interessant. Das kann man so sagen. Es waren 20 Kämpfe. Aber natürlich 20 Kämpfe sagen, das ist das Chapter, das klingt langweilig. Das war viel mehr als nur 20 Kämpfe. Es war eine interessante Story. Es war von allen, ich finde von allen Chapters, das sticht heraus. Mario, das ist sicher eine Mail von Prinzessin Peach. Ja, stimmt, das kann sein. Hä? Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Die Gangster? Sie streben die Weltherrschaft an. Dafür wollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz heben. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternjuwelen vor den Gangstern. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich, Peach. Die Welterobern? Das hört sich ja schlimmer an, als ich dachte. Ja. Leider schon. Whee. Wo führt das eigentlich hin? Hä? Hier waren wir noch gar nicht. Ich habe es gerade nur einfach gemerkt, dass man hier lang kann. Was zum... Oh. Wo bin ich? Waren wir ja schon mal? Bin ich gerade blöd? Also wenn das zur Oberfläche führt. Ich weiß, wo es hinführt. Unten rechts in den Garten, ne? In diesem kleinen grünen Bereich. Ja. Luigi? Hey, Bro, was geht ab? Guck mal, ich habe einen kleinen Baby-Yoshi. Ich kam gerade aus dem schönen Ofendorf, Mario. Stell dir vor, da habe ich einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Aber bei diesem Abenteuer habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Soll ich dir davon erzählen? Das ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Boah, dieser Bob, den er dabei hat, das sieht voll interessant aus. Monster in Ofendorf. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also im Kuchenland an und gehe direkt nach Ofendorf. Aber in Ofendorf stimmt etwas nicht. Das merke ich sofort. Der Bürgermeister erzählt mir die Geschichte von Gigantula. Das ist eine riesige Spinne, die das Dorf bedroht. Gigantula verlangt ein Menschenopfer von den Dörflern. Mausela, die Tochter des Bürgermeisters, soll geopfert werden. Natürlich sage ich sofort, ich werde das Monster besiegen. Das Opfer soll ein Brautkleid tragen, sagt man mir. Also verkleide ich mich als Braut. Schon wieder? Und in dieser Verkleidung mache ich mich auf den Weg. Ich drücke also das Versteck der Gigantula ein. Ich wünsche nur, du hättest mich auch im Brautkleid gesehen, Mario. Es sah so wunderschön aus. Naja, ich stehe also vor der Gigantula. Und dann sehe ich es. Das Biest hat an seinem Schwanz einen zweiten Kopf. Aber ich habe natürlich keine Angst. Ich greife beide Köpfe an und dann ist es soweit. Als das Biest kontern will, weiche ich aus. Und die beiden Köpfe verschlingen sich gegenseitig. Das Monster frisst sich wirklich selber auf. Und dann erscheint auf einmal eine strahlende Platte. Ich habe schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Und dieses Teil zeigt mir den Weg zur Isla Vanilla, meine Boston. Ich will sofort weiter, aber der Bürgermeister lässt mich einfach nicht. Er will, dass ich seine Tochter als Frau nehme. Gleich am nächsten Morgen verlasse ich das Dorf heimlich. Schließlich muss ich die Prinzessin Eclair retten. Und eins gibt mir zu denken. Ich höre eine Stimme, wenn ich den Wunderkompass benutze. Eine klare Stimme, die mir zuflüstert. Ich denke, das ist die Stimme von Prinzessin Eclair. Ich bin richtig aufgeregt, Mario. Ich muss nur an die Prinzessin denken und dann... Ah, jedenfalls endete dann mein Abenteuer. Und jetzt bin ich wieder hier, in Roningen. Oh, ja, alles gehört. Soll ich noch was erzählen? Ja, du hast nichts zu erzählen, aber danke für die Story.
Kein Problem, Bro. Ich bin Krabum, ein Bob aus Ofendorf. Luigi als Braun verkleidet ist wirklich ein Witz. Er kann den Stöckelschuhen ja sogar so gar nicht laufen. Die ganze Zeit war er total wackelig auf den Beinen, ständig gestolpert und andere Leute gerannt. Er muss auch vieles lernen, um zu wissen, wie es ist, eine Braut zu sein. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Weg frei ist, sobald Luigi wieder in High Heels herumstackst. Sonst passiert am Ende noch ein Unglück, deshalb bleibe ich bei ihm. Also der Bob-Omb folgt ihm nur, weil er Angst hat, dass Luigi irgendeinen Mist baut. Interessant, aber wir wollten ja jetzt eigentlich uns den Rohlingen noch mal ein bisschen umschauen, bevor wir jetzt die Story direkt weiter progressen. Denn hier unten bin ich wirklich gespannt, was hier noch zu finden gibt. Da ist noch eine Röhre und hier sind zwei Wege, nach links und nach rechts. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Erstmal die Röhre, die führt bestimmt zum Hintergrund. Eine Insignie! Yippie! Gott, da gibt es so viel. Gibt es noch so viel zu erkunden und da, ich hatte recht. Was ist denn hier? Es war keine Jump-Run-Passage. Nichts Besonderes. Ich finde das lustig, wie Mario so seinen Körper extra nach unten dehnt. So, Sternsplitter halten. Jetzt noch schnell zurückjumpen. Aua. Ahu. Mamma mia. Ach komm. Das war jetzt aber lächerlich. Ahu. Ja, okay. Marius Körper. So, easy. Zack, zack, zack. Fertig. Das Ganze für einen Sternsplitter. Naja, was soll's. Was ist hier? Wohnt hier jemand? Also gegen den Stein können wir, glaube ich, nicht schlagen. Hm? Düsseldorf? What? Hä? Die Röhre wirft dich wieder zurück. Also, hier geht's nach... Ups. Hier geht's nach Düsseldorf. Aber wir dürfen nicht nach Düsseldorf? Ja, und selbst unser neuer Hammer ist nicht stark genug, um... das kaputt zu machen. Nein, Mist! Nein! Dammit! Das sind solche Supergegner. Nee, oder? Nee, doch nicht. Vielleicht waren sie es mal. Na gut. Wenn sie unbedingt kämpfen wollen, dann kriegen sie den Kampf. Aber sie werden es bereuen. Hä? Oh, cool. Übrigens, bin das nur ich oder ist euch auch aufgefallen, dass wir schon sehr lange keinen Zaubereffekt mehr hatten von der einen Lady, von der Merlin, glaube ich, hieß sie. Komisch, oder? Das waren die Scheigeister. Die reparieren die Stage. Sehr nice. Power Plus. Erhöht Angriff und Verteidigung. Was? Und Verteidigung im Team für eine Weile. Aber es kostet 3 Sterne Energie. Aber es bufft uns alle. Gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Hä? Du willst mir sagen, das geht trotzdem nicht? Warum nicht? Das ist jetzt mal ohne Witz, warum soll das nicht funktionieren? Er ist eingefroren. Und der kriegt sogar noch Schaden durch die Einfrierung? Ha. Huh. Okay. Na gut, dann hält man zumindest mal ein bisschen hier aus. Ah, doch, da, ich hab's gerade erwähnt. Da ist Merli. Okay, scheinbar zählten ihre Zauber... Verdreifachte Münzen, nein. Zählen ihre Zauber nicht in Chapter 3, aber sonst immer. Warte mal, hier ist ein X. Seht ihr das? Hier ist ein X. Wieso ist hier ein X? Sehr seltsam und fragwürdig, wenn ihr mich fragt. Okay, rechts gab es noch eine Tür. Aber ich will erstmal wissen, was es hier gibt. Ah! Okay, das ist eine Abkürzung, wo es jetzt weitergeht. Schön. Machen wir gleich. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal noch wissen, was dort rechts ist. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Immer dieses Hin und Her. Aber passt. Ich find's so krass, ich habe instant hier rausgefunden, dass man hier rein kann, aber ich bin da 20 Mal vorher drum hin und her gelaufen und hab's nicht gecheckt. Also keine Ahnung, was da abging. So! So, so.
Also wenn ihr mich fragt, das hier wirkt ja viel mehr wie eine unterirdische Stadt als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Zu. Warte mal, das ist eine Stadt. Was zur Hölle? Hier wohnen Leute. Ein Gumba, der hier unter der Erde lebt. Er ist wohl erst vor kurzem hergezogen. Dafür kennt er sich aber in den Katakomben wirklich gut aus. Er wird also dieses große Tor in den Katakomben öffnen? Die Frage ist nur, was sich dahinter verbirgt. Die haben es also auch schon entdeckt. Eine Maus, die sich mit Archäologie auskennt. Sie forscht in den Katakomben. Aber ihr Partner ist verschwunden und jetzt weiß sie nicht, was sie tun soll. Früher hatte ich einen Partner namens Pierre. Als ihm das Geld ausging, wurde er Dieb. Wo er jetzt wo sein mag. Ah, wir kennen ihn sogar. Wir kennen die Pierre. Der ist doch... Oh, wir können schwimmen. Oh, wir können schwimmen. Nett. Der ist doch hier hinter den Kulissen ganz rechts bei Rollingen. Und wir kriegen den Erweicherorden. Dieser Orden erweicht Gegner und senkt ihre Verteidigung. Naja, ist okay. Aber hey, wir haben ja OP aufgelevelt. Deshalb wäre es mal gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal wieder was ausrüste. Jetzt mit 3 plus. Charge wäre eigentlich ganz nice. Eigentlich, aber... Weiß ich nicht, ob ich das dafür benutzen will. Obwohl, nein, ich lasse es erstmal, weil ich wollte ja sowieso noch gleich gucken, ob wir neue Orden kaufen können. Hier waren wir. Auf der anderen Seite dort waren wir. Das ist nicht komplett neu, der Ort. Asko, das Phantom. In den Katakomben von Rollingen trifft man wirklich interessante Typen. Solltest du ihm gelegentlich zuhören. Er verrät dir vielleicht über die coolsten Tricks. Ich bin der drahtige Asko. Masko. Kennst du eigentlich den coolen Trick? Er wirkt, wenn du im Kampf beim Einsatz seiner Technik A gut getimt drückst. Wenn du geschickt bist, hebt sich die Stimmung im Publikum gewaltig. Das Timing ist je nach angewandter Technik verschieden. Aber ich verrate dir etwas. Drücke aber Mini-Yoshi-Stampfsacke kurz bevor er auf den Gegner fällt. So kompliziert, wenn du dich anstrengst, schaffst du es schon. Okay. Ja, macht er dann mehr Damage, gehe ich mal von aus, oder? Eine Bar? Anwand geht, der in den Untergrund gegangen ist. Er kommt oft hierher. Bestimmt, weil er gerne mit dem Tippgeber, Fabulas und mit dem Inhaber quatscht. Oh, ein Kunde! Mein Kumpel weiß über alles Bescheid. Frag ihn ruhig. Er kostet allerdings etwas. Fabulas. Der Tippgeber. Er wirkt zwar etwas zwielichtig, aber manchmal hat er ganz brauchbare Infos. Frag es nur, ob sie ihren Preis auch wert sind. Die einzige Möglichkeit herauszufinden ist, wo seine Infos zu kaufen. Sei gegrüßt. Ich bin der geniale Tippgeber Fabulas. Ich verfüge über viele wertvolle Informationen. Bestimmt können die einige davon sehr nützlich sein. Wenn du was wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Für 5 Münzen erkläre ich dir etwas über die Rolinger Legende. Okay, machen wir mal. Wusstest du, dass in den Rolinger Katakomben ein gewaltiger Schatz sein soll? Er stammt wohl aus einer vor langer, langer Zeit versunkenen Stadt. Aber vielleicht ist es auch eine Legende. Aber noch mal Informationen soll dieser Schatz tatsächlich existieren. Was? Wo ich das weiß? Das verrate ich nicht, Geschäftsgeheimnis. Also dann, wenn du wieder mal was wissen willst, komm vorbei. Was ist für eine Musik hier? Ja, das war eine sehr lame Information. 5 Münzen in den Bach runtergegangen. Das hat sich auf keinen Fall gelohnt. Hey, Bombette! Zumindest sieht sie so aus wie Bombette. Ich weiß auch eine ganze Menge, wirklich. Zum Beispiel, wer Vincent wird Sturm ernten. Aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Okay. Hey, Papa, der in den Katakomben lebt. Dieses Pink sieht wirklich ganz reizend aus. Mit anderen Reizen hingegen geizt er ganz schön. Was? Dann versucht er als Tippgeber genauso gut zu werden wie Fabulas. Aber leider kann man sich auf seine Infos nicht immer verlassen. Also, das ist ein männlicher, okay. Hallöchen. Ja, ja, das ist die antike Stadt, wo wir gerade sind. Sie sind nur noch Banditen. So wie oben eigentlich. Aber hier unten weiß die Polizei nichts von. Das ist der Inhaber des Ladens, Meister BMT. Er leitet diesen Laden und bürgt für die Qualität der Informationen. Man meint, er poliert hier nur die Gläser. Tatsächlich kümmert er sich aber um alles, was den Laden angeht. Wahrscheinlich wünscht er sich auch manchmal einen etwas ruhigeren Job. Willkommen im Meister BMTs Bar. Hier gibt es nützliche Infos für Reisende. Bitte mach sie bequem und genieße deinen Aufenthalt in unserer Bar. Alles klar. Barkeeper? Hier ist nichts.
Hier hat sich eigentlich einen Sternsplitter versteckt, aber gut. Da ist ja wohl keiner. Hm. Aufgepasst. Hier ist der Laden, sind wir direkt an der Feuerblume als Schild. Was? Tropfpilz. Hat sehr interessante Farben. Ein Pilz, der für eine Weile die KP ansteigen lässt. Hm. Gelee Royal. Mit so einer hübschen Schleife dran. Nahrhafter Snack. Stellt 50 BP wieder her, aber kostet auch 200. Der Ultrapilz, der aussieht wie ein One-Up, stellt 50 KP wieder für ultrafeiner Pilz. Goldbarren, ein Goldbarren. Goldschatz, drei Goldbarren. Was? Warum soll man sich das kaufen? Guten Tag, mein Freund! Willkommen im Konsumkeller! Was kann ich für dich tun? Eigentlich nichts. Schau wieder vorbei. Ja, den Pilz haben wir bekommen, weil wir zum angekauft haben. Aber hier sogar ganz unten Gelee Royal und Goldschatz. Ja, dann warten wir einfach, bis wir genug eingekauft haben, oder? Aber was bringt das denn hier, jetzt diesen Goldbarren zu kaufen? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Hm. Das nervt mich eigentlich auch, dass man hier nicht mehr lang kann. Oder kann man hier lang? Warte mal. Nee. Hier ist nichts. Ah doch! Ein Taschenbitter ist hier. Aber nein. Sonst ist hier nichts. Du kannst ja nicht wieder zurück. Da rechts wurde ja mehr lieb. Wie wir wissen, aber sonst ist hier nichts. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir schon mal die Röhre runter und schauen, wo es denn uns beim nächsten Mal hinführen soll. In Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Oder auch ganz kurz Paper Mario 2. Ach Mann, ich Mann. Was soll denn das? Ernsthaft, Jungs, muss das sein? Ich hau einfach ab. Kein Bock auf diesen lamen Kampf. Muss nicht sein, du. Muss nicht sein. Das ist, wie er sich noch immer noch dreht. Okay. Oh Gott. Er wird uns sehen, er wird uns sehen. Schnell den Block wegmachen. Ach komm, der Hammer hat ihn doch noch erwischt. Man hat es doch voll gesehen. Man hat es doch voll gesehen, ey. Was soll das? Er hat aber ein Item. Er hat aber ein Item. Was ich schon gerne hätte irgendwie. Aua. Dankeschön. Ehrlich gesagt. Verteidige einfach nur. Mhm. Ja, diese Gegner sind super nervig. Ich mag die überhaupt nicht. Aber die sind halt im Weg. Die ganze Zeit zu fliehen. Auch nicht so wirklich das Richtige. Also was soll's. Ein paar mal Erdbeben. Weg sind sie. Wir kriegen ein Item dafür. Wuhu! Cool. Ja, nichts besser uns überhaupt nicht in diese Kämpfe. Nee, komm. Dann hau ich doch lieber ab. Und der hier war besonders nervig. Yo! Ein Tropfpilz! Ja, geil! Ich habe mir schon überlegt, hier einen zu kaufen. Aber ich dachte mir, nee, ich brauche ja nicht unbedingt einen. Ja, geil. Okay, hier ist nichts. Ja, okay, also wir wissen ja, wo das hier hinführt. Aber was ist das hier? Ist da vielleicht noch ein Item hinter? Oder eine Röhre? Actually eine Röhre. Ha. Huh. Ja, stimmt, und da ist auch noch was. Aber man sieht schon, das Gitter kann man durch. Das Gitter kannst du nicht durch. Das ist zu dick. Hm. Okay, das ist, glaube ich, einfach ein anderer Ort. Gehen wir erstmal hinein. Das passt auf, jetzt gehen wir automatisch schon. Wieso sind wir im Duellkerker? Ich würde sagen, jetzt gehen wir automatisch schon in den nächsten Gebiet. Was zur Hölle? Ja, 20. haben wir schon geschafft. Was zur Hölle? Wieso sind wir jetzt wieder hier? Okay. Aber gut, Freunde, ich würde sagen. Ah ne, warte, wenn wir sowieso schon hier sind, dann machen wir das eben noch. Dann tun wir hier noch eben unser drittes Sternjuwel hineinstellen. Und ich finde das cool, dass auch die Begleiter alle zu sehen sind. So, 3 von 7 Sternen. 4 fehlen noch. Dabei fühlt es sich wirklich so an, als hätten wir schon die Hälfte des Spiels durch. Es fühlt sich wirklich so an.
Na gut. Wo führt es uns als nächstes hin? Sag es mir, Spiel, sag es mir. Wahrscheinlich immer noch links, oder? Vermute ich jetzt mal. Ja. Straight nach links. Ein Wald. Ach, der düstere Wald. Wir durften da noch nicht rein. Spiel hat gesagt nein. Okay. Verstanden. Aber bitte sag mir nicht, dass so ähnlich wie in Paper Mario 1 Chapter 3 der Wald. Bitte nicht. Ist ein bisschen lame, wenn das so wäre. Obwohl eigentlich cool war der Wald. Oh, da wird dann wohl das vierte Sternjuwel sein. Der Herr Professor kann uns das bestimmt erklären. Aber zuerst sollen wir ihn unbedingt vor der Mail der Prinzessin berichten. Oh yes. Was? Ja, was ist denn? Die Kerle, die Prinzessin entführt haben, wollen die Welt erobern? Ganz genau, Professor. Und dazu brauchen sie wohl diesen legendären Schatz. Die Situation ist also ernsthaft vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was dieser legendäre Schatz ist. Und in einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares aber erfahren. Demzufolge enthält die Truhe in Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben des Desasters, das vor langer Zeit die Versuchung in der Stadt vernichtet hat. Und nun wollen die Kerle mit Hilfe des Desasters die Welt erobern? Ich weiß nicht, glaube es, aber diese Möglichkeit muss man wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfen diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, wird auch diese Stadt... Nein, vielleicht wird sogar die ganze Welt untergehen. Oh, Professorchen, dann sollten wir schnell das nächste Sternjuwel finden. Ganz meine Rede. Laut Karte ist das nächste Sternjuwel in Düsseldorf. Düsseldorf? Ja, da kann ich euch auch nichts Genaueres darüber sagen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres, unheimliches Dorf. Einen Moment. Ich hab da eins dieser Bücher hier. Hm. Ah, ja. Oh, also in den Katakomben soll es eine Röhre geben, die dorthin führt. Sie muss genau unterhalb von Westen liegen. Ihr habt es schon gefunden? Ach so, ja gut. Oh, Professor, aber darf ich ehrlich sein? Diese Röhre haben wir schon ausprobiert, aber sie schien ein wenig verstopft zu sein. Was? Man kann nicht in die Röhre hinein? Hm, dann weiß ich auch nicht weiter. Keine Ahnung. Hä? Aber Moment mal, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rolingen soll jemand aus Düsseldorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. War doch gleich sein Name. Genau, er heißt Finstus. Finstus. Hä, aber was wäre jetzt eigentlich, wenn wir da noch nicht rein gewesen wären? Müssen wir dann hier nochmal zurückgehen? Also wäre man dann hier nochmal zurückgegangen zu ihm? Und er treibt sich meist in finsteren Ecken herum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Okay, hier in der Nähe lungert er herum? Oh, und eine E-Mail. Die lesen wir uns auch beim nächsten Mal durch. Mehr als eine E-Mail. Ja, Chapter 3 ist durch. Wir können jetzt erstmal, bevor wir direkt zu Chapter 4 reinspringen, ein bisschen backtracken. Es gibt neue Missionen. Aha. Die mag ich ja.